Seit 1965 gibt es das Frühlingsfest hier in München. 2 Jahre ist es jetzt am Stück wegen Corona ausgefallen. Und ich schaue mir mal an, inwiefern wir diese 2 Jahre jetzt hier nachholen können. Los geht's. 17 Fahrgeschäfte und 8 Kinderattraktionen. Ob jung oder alt, für jeden ist was mit dabei. So, los geht's hier in der Wasserbahn. Servus Sascha. Wie lange habt ihr gebraucht, um das hier überhaupt alles auf die Beine zu stellen? Wir sind jetzt schon seit 10 Tagen hier am Aufbauen. Dass alles vorangeht, dass alles frisch und munter ist, dass wir loslegen können. Jetzt habt ihr Corona auch für euch genutzt, habe ich mitbekommen. Was habt ihr denn hier umgebaut? Ja, wir haben unseren Eingangsbereich erweitert. Da haben wir jetzt so einen Abenteuerparcours drin für den Wartebereich, dass man auch mit Wasserspiele und dass man nochmal ein Erlebnis vor der Wasserbahn hat. Aber ich würde sagen, jetzt sollten wir das Erlebnis in der Wasserbahn haben und machen mal einen Probedurchlauf und schauen, ob das alles rund läuft, oder? Genau, wir testen jetzt mal alles. Einmal hoch und wieder runter und weiter geht's zum Essen. Noch sind hier vor allem Schraubenschlüssel und andere Werkzeuge. Morgen aber schon Pommes hier in dem Stand. Wie laufen die Vorbereitungen? Ja, sie laufen auf Hochtouren. Wir sind froh, dass wir morgen endlich öffnen dürfen. Aber jetzt mit der Lebensmittelknappheit, ich meine Öl und so weiter, wie laufen da die Vorbereitungen? Könnt ihr alles anbieten, was ihr sonst auch anbieten könnt? Bis jetzt Gott sei Dank ja. Also wie gesagt, mit dem Öl wissen wir alles sehr, sehr knapp. Wir haben das Glück, wie gesagt, dass wir noch vom Weihnachtsmarkt Öl übrig haben. Gott sei Dank für unsere Fritteusen. Hindel und Bier gibt's dann hier. In insgesamt 2 Zelten und 3 Biergärten. Morgen um 16 Uhr geht's hier im Hippodrom los. Direkt hinter mir wird hier der Anstich stattfinden mit Wiesenchef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Und ich darf mich jetzt hier mit Frau Kretz unterhalten, der Chefin vom Hippodrom. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Wie ist die Stimmung? Ach, die Stimmung ist super. Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht. Wir waren das letzte Mal 2019 am Frühlingsfest. Deswegen ist es ein ganz großer Moment morgen. Die Mitarbeiter freuen sich, die Zeltbauer freuen sich. Alle sind immer aufgeregt und werden das schon irgendwie hinbekommen morgen bis um 4. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Der Bierpreis dieses Jahr, wo wird er liegen? Bei uns bei 12,80 Euro pro Maß. Können wir da ein bisschen handeln? Irgendwie 10,80 Euro? Nein, ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. 8,80 Euro? Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, runterhandeln konnte ich den Bierpreis jetzt leider nicht mehr. Aber ich glaube, nach 2 Jahren Corona-Pause kann man sich durchaus mal wieder was gönnen. Morgen um 16 Uhr geht's los, hier auf der Theresienwiese in München.